Am 21. Dezember 2013 fand der Carrot Mob in Hannover statt, in dem Bekleidungsgeschäft Le Naturel, mit ökologisch wertvollen Produkten, wie zum Beispiel umweltfreundlich produzierte Textilien. Der Carrot Mob ist eine besondere Form des Smart Mob. Bei einem Carrot Mob finden unterhaltsame Aktionen statt, wie zum Beispiel Singen. Ein Teil der Tageseinnahmen wird für einen guten Zweck oder für einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit eingesetzt. Wir interviewten den Organisator Gerd Schmidt und fragten ihn, seit wann es den Carrot Mob gibt und wie er dazu gekommen ist. Seit 2011 beschäftigen wir uns in Hannover mit den Carrot Mobs und immer auf andere Weise. Und heute treffen wir uns hier zum Singen. Ich hab das live erlebt, dass auf einmal saßen im Café ganz viele Leute und ich habe mich gewundert, dass es zu einer bestimmten Tageszeit ganz viele Leute waren und dachte, da muss ich doch mal hinterhergehen und schauen, warum sich die Menschen treffen. Und habe dann erfahren, dass das eine wunderbare Sache ist, Unternehmen zu unterstützen. Ein kleines Lied, ein klitzekleines Lied, ein kleines Lied jeden Tag ändert dein Leben und es bleibt nichts, wie es war. Ich bin eigentlich nicht Sänger und seit 2 Monaten treffe ich mich regelmäßig mit Imke und dadurch, dass das Singen mit ihr so viel Spaß macht, habe ich jetzt auch den Dreh dazu gefunden und lass mich jeden Tag mehr ein bisschen begeistern. Wir sind zurzeit noch eine kleine Gruppe und feste Mitglieder könnte man sagen, so 3 bis 4, die sich regelmäßig dazu treffen, um sich zu organisieren, um den Carrot Mob zu organisieren. Und wir hoffen, dass wir weiter wachsen und dass wir ganz viele Leute werden, weil das so viel Spaß macht. Die Sängerin Imke Axmann führt die Regie und Dramaturgie während des Carrot Mobs. Wir fragten sie, wie sie mit dem Carrot Mob begann und was sie in Singgruppen vermittelt. Eine offene Singgruppe einmal in der Woche. Die habe ich erst in meinem Zimmer zu Hause begonnen, in meiner Wohnung. Und da kam Gerd dazu, mein Projektpartner. Und er war begeistert von der Idee, also erstmal zu singen gemeinsam und dann auch von der Idee, dass Singen Potenziale fördert und Potenziale schafft oder überhaupt erstmal erweckt, belebt in Menschen, dass man überhaupt erstmal an seine Ressourcen kommt über das Singen. Weil das ist das, was ich in meinen Singgruppen vermittle, dass sozusagen Singen quasi, kann man sagen, Energie ist, die man immer wieder sozusagen hat. Das ist jetzt ein erster Versuch, den wir sozusagen starten und gehen gleich komplett raus in die Öffentlichkeit, gehen in Läden, die wir unterstützungswert finden, also Bioläden und Cafés vornehmlich oder eben Läden wie jetzt hier im Le Naturel, wo es zum Teil faire Kleidung gibt oder einfach schöne Sachen, kleinere Läden, die wir unterstützen wollen, in diesem gemeinschaftlichen, in diesem sozusagen, wir geben was, man kriegt was zurück, also es ist ein Geben und Nehmen, was ich gebe, kommt auch zu mir zurück. Wenn ich singe, werde ich still, wenn ich singe, wie ich will, manchmal leise, manchmal laut, manchmal fremd und mal vertraut. Und das ist im Singen sozusagen innewohnt, also wir klingen uns selbst, wir singen für andere und mit anderen und in uns. Ja, und das ist so die Idee. Und jetzt gehen wir sozusagen, haben wir uns ausgewählt, durch die Bioläden und Cafés Hannovers zu touren. Und es wird jetzt auch ausgeweitet auf konventionelle. Und werden jetzt dort das Singen zu den Leuten bringen. Das ist für mich ein sehr persönliches Anliegen, weil ich schon immer singe, in der Familie schon viel gesungen habe. Mein Opa hat immer mit der Gitarre gesungen, schon als ich klein war. Im großen Familienverband saßen wir zusammen und es gibt ein Video von meinem 2. Geburtstag, wo er einfach da spielt und alle singen für mich. Und Singen schafft einen Raum, in dem sich Kinder beispielsweise auch geborgen fühlen und das ist jenseits von Sprache. Sprache ist etwas Intellektuelles vom Verstand her, was die Kinder auch oft abschneidet beispielsweise oder Verbindungen unter uns Menschen trennt eher, weil sie sehr hier oben agiert und wir sprechen eben, wenn wir uns mit Freunden treffen, wir sprechen. Wir reden über alles und es geht eben darum, neue Formate zu finden, wie können wir zusammenkommen, wie können wir uns verbinden in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert, wie können wir uns verbinden, dass es zeitgemäß ist, dass es aber gleichzeitig solche alten, traditionellen, tradierten Formen, Rituale, Singen ist Ritus, aufgreift und sozusagen neu umsetzt. Und das versuchen wir durch dieses Projekt. Wir gucken, wie sind die Reaktionen, was singen die Leute gerne, wie kriegt man sie ins Singen. Also wir versuchen,
den Körper eben zu lockern. Deswegen auch dieses Warm-up am Anfang, dass man merkt, singen ist wirklich, kann jeder, weil wir haben das Organ, wir sprechen ja, unser Organ ist zum Singen angelegt, unser Körper ist ein Klangkörper. Wir können ihn nutzen, wir nutzen ihn auch beim Sprechen. Und Sprechen ist in Ordnung, aber beim Singen ist immer so alle, nein, das kann ich nicht. Also genau, diese Hemmschwellen wollen wir ein bisschen senken und wegkommen von diesem Leistungsprinzip, was uns die Castingshows suggerieren, sondern sagen, Singen ist für jeden da. Wenn ich singe,